Hallo, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Origins. So, weiter geht's. Wir müssen jetzt unsere Waffen beschaffen. Und in der letzten Folge sind wir kläglich gescheitert dran, ne? Aber ich denke mal, dass wir es jetzt besser hinbekommen. Wir müssen, glaube ich, hier bloß ein bisschen leiser sein. Da ist einer. Ich hoffe mal, dass ich einen Attentat machen kann. Alles klar, ist der down? Den wir eingegraben haben? 2 Tage? Er sah zäh aus. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Bin dabei. Moment, wer überprüft das? Kannst du gleich mal hinschauen? Dann kommt es genau bei mir vorbei. Komm mal her. Ach, geh. Ich bring dich um. Die Hitze. Ach, geh. Hier bin ich nicht richtig. Ich brauche. Ist doch scheiße. Okay, gleich nochmal. Kann ja nicht so schwer sein. Fange ich natürlich wieder von hier hinten an. Okay. Aber ich glaube, die Taktik war jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Dann der Skarabäus. Hier sollte ich vorsichtig sein. Was glaubst du, wie lange es dauern wird, bis er ist jetzt nicht da? Den wir eingegraben haben? 2 Tage? Er sah zäh aus. Ich wette 5 Drachmen, dass er mindestens 3 durchhalten wird. Bin dabei. Moment. Wer überprüft das? Ist der? Wir wären eigentlich bloß noch die 3 hier. Bleibt der da stehen? Geht er weiter?
Ich hab mir aber auch nicht. So, kleiner Penner. Was? Okay, haben wir den auch? Ich muss mal schauen, ob hier noch was drin ist. Hier scheint sauber zu sein. Alles klar. Wir hätten im Schatten bleiben sollen. Siveto, nimm diese Waffen und Rüstung als Bezahlung. Du wirst ihren Wert schnell erkennen und ich erwarte im Gegenzug angemessene Dienste von dir. Okay. So, haben wir was Neues bekommen? Nahkampfwaffe. Aber den Speer haben wir immer noch. Ich weiß nicht, können wir den aufwerten? Erst beim Waffenhändler. Okay. So, dann werden wir uns auch mal die anderen schnappen jetzt. Und zwar die zwei Kameraden. Weil was? Ha, wer bist du ja? Keiner. Komm her, Baby, komm her. Boah. Alter! Das gibt's doch nicht. Ja, mir gleicht, dass sie schon ein bisschen höher sind. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Boah, das ist Stufe 20. Hey, wer war das? Okay, das sind doch zu viele. Ich hau mal ab. Alter. Okay, machen wir uns Garabeos.
Oh. Ha! Whoa. Der wird sich der kleine Sohn zwar nicht freuen, aber was soll ich machen? Halt! Bleib stehen! Du da! Halt! Schau mal, ob ich den von oben irgendwie erwische. Nichts. Ich werde mich trotzdem vorsehen. Hey! Hey, was? Ich schlitze dich auf! Hey! Stirb, du Wurm! Bums, sag ich da nur. Bums. Was? So, können wir den Kameraden plündern? Nee. Aber wir können auf jeden Fall unsere Pfeile auffüllen. Und so ist zwei Arbeit. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich den hier nicht von hier oben kriege. Oh Götter! Segnet meine Arbeit, auf dass mein Name in diesem Tempel erhalten bleibt, für immer und ewig. O Mutter Nut, wache über mich, auf dass ich in die ewig leuchtenden Gestirne eingehe und niemals sterbe. O Mutter Nut, kann ich nicht von hier oben? Über mich, so dass ich zu einem Stern am Firmament werde und nie sterbe. O Götter, segnet meine Arbeit, auf dass mein Name unsterblich wird. Könnte...
Da bist du schon aufholen! Okay. Du Schwein. So geht ein Traum zugrunde. Ich hätte etwas Immerwährendes erbaut. Und Cooper hätte deine Heldentaten besingen können. Ich bereue so einiges. Wir alle arbeiten für höhere Mächte. Wir alle leisten Frondienst für etwas Größeres. Es gibt keinen Kommen. Ich bin nur ein Mann im Orden der Ältesten. Dieser Sieg wird dir keinen Frieden bringen. Es ist nicht der Frieden, den ich suche. Ich folge diesem Pfad nicht für mein Seelenheil. Der Orden der Ältesten vergisst mich nicht, denn ich brachte ihnen Wasser und ich erbaute Städte. Oder die Wüste fällt wieder ein und zerstreut die Menschen von Letopolis wie Staub. Ist richtig cool gemacht. Wenn die in der Totenwelt sind, cool gemacht. Gut, ich denke mal, dass wir jetzt hier gleich abhauen müssen. Kümmere dich um ihn. Versuch es ihm zu erklären, wenn du kannst. Du brachtest Blut und Tod über mein Haus. Du warst blind. Doch jetzt musst du deine Augen öffnen. Dein Mann war der Skarabäus. Er hat das getan. Dein Vater wurde von ihm gefoltert und verstümmelt. Wie so viele andere auch. Nein. Es liegt an dir, deinen Sohn ins Licht zu führen. Heraus aus dem blutigen Vermächtnis seines Vaters. Es tut mir leid, mein Junge. Tja. Alles klar, Layla. Ayas DNA ist jetzt sequenziert. Ihre Erinnerung ist verfügbar. Sie sind ziemlich bruchstückhaft, aber für kurze Zeit solltest du eintauchen können. Ich trinke dein Wasser. Okay. Wirrkopf. So. Ich hatte mir schon denken können, dass er das Garabius ist, weil er gesagt hat, er wird von den Soldaten nicht angegriffen. Die tolerieren das praktisch. Da war mir das schon ein bisschen suspekt, sag ich mal. Dass er der Einzige in dem Dorf ist, der nicht angegriffen wird. Ägäische Küste. Okay. Genau wie in der Schlacht von Salamis, Hauptmann. Du sitzt in der Falle. Hier kommt Themistokles. Und da ist die Beute. Verdammt! Foxy, das, warum geben wir all diese Schätze ab? Wir könnten uns auf Lesbos zur Ruhe setzen mit so viel Gold. Was sagst du, Wüstenratte? Wenn diese Truhe nicht bei Pompeius ankommt, dann noch nicht dieses Schiff. Wir werden auch durch den Hades krauchen, um sie abzuliefern. Also gut. An die Arbeit, ihr faulen Hunde. Damastes, mein treuer Schildträger. Los, fang an. Man bezahlt uns, um Pompeius zu bestechen.
eine Königin zu retten und ein Königreich zu gewinnen. Das übliche Tageswerk für uns Söldner, hä? Geile Sache. Langsam jetzt! Und Tiefen voraus! Ich bin nicht blind. Ich sehe die Scheren. Deine dritte Reise! Und du bellst Befehle wie ein Seebär! Ich liebe es, wie sich die Spucke in deinem Bart verfängt, Foxy, das. Lass mich nicht über Bord gehen! Das ist kein Tod für einen Helden wie mich. Ein wahrer Held kann schwimmen und sich retten. Ich sehe sie. Ohne Grund lasse ich mich nicht durch Speigert saugen. Jetzt versuchst du nur, mich zu beeindrucken. Segler am Horizont, da! Das sind keine römischen Farben. Wo hat uns das Weibstück reinmanövriert? Ptolemäus' Schiffe. Zweifellos ein Sand vom Orden der Ältesten. Was haben sie mit Pompeius zu schaffen? Seine Armeen sichern den Thron für Kleopatra. Und die wollen die Allianz verhindern, bevor es soweit ist. Wir müssen uns sputen. Poseidons Pisse! Es liegt zu viel Rauch in der Luft. Die See wird kochen beim Vulkan. Halten wir Abstand, wenn wir nicht verbrennen wollen. Ist das Methane? Sie ist seit Jahrhunderten nicht ausgebrochen. Werde mich nicht überraschen, wenn... Haltet euch bereit! Zeigen wir ihnen, dass sie dem falschen Pharao folgen. Erhöht ein Feuerregen! Schilde bereit halten! Achtung! Sie nähern sich schnell! Okay, Milizmänner versenken hier. Wir haben diese Balaxia! Zielt auf die Heckflossen! Die sind voller Öl! Die brennen wie Kamelscheiße! Geschwindigkeit! Nehmt sie aus wie Fische! Alala! Feuer! Achtung! Nachrückstellung!
Schätze von ihm. Sehr gut. Und keine Spur von deinem treulosen Römer. Hüte deine Zunge, Kapitän. Wir brauchen ihn als Verbündeten und nicht als Feind. Wir sind nicht so weit gesegelt, um ihn jetzt wüst zu beleidigen. Ich bin, wer ich bin. Ich werde mich auch nicht für einen Herrscher ändern. Aus demselben Grund habe ich auch meine Frau und Kinder verlassen. Niemand bei Verstand akzeptiert mich. Ich akzeptiere dich. Wir akzeptieren dich. Alala! Diese 100 Seeleute sind genug Akzeptanz für mich. Es ist schwer, denen Lebewohl zu sagen, die uns nicht akzeptieren. Aber es ist der einzige Weg. So kommt jetzt noch mein Schiff. Pompeius wird am verabredeten Ort sein, vor Terras Küste. Fahr weiter. Mehr Geschwindigkeit! Rudern schneller! Ach, schneller! Okay, hinten sehen wir schon wieder ein Schiff. Ein bisschen größeres diesmal. Im Rhythmus bleiben! Da! Ich sehe ihn! Pompeius im Norden! Keine Eile! Da könnten Patrouillen warten! Oh, willst du einem Kampf aus dem Weg gehen? Bei Hades Scheiße, Weib, sicher nicht! Aber ich sterbe nicht gern zum Schutz eines Römers. Schon gar nicht für einen, der sich Schutz leisten kann. Weißt du, du solltest eher auf seiner Triere segeln. Da passt du gut. Feuerbombenbereich! Gib den Befehl, wenn wir nah genug sind! Okay, dann muss ich näher dran sein. Deckung! Wir werden angefeuert! Abfeuer! Und Schlag! Verdammt! Normale Fahrt! Wir werden angegriffen! Sag das denn, du bereit zum Feuer! Normale Fahrt! Leichte Schlagzahl! Wir werden angegriffen! Feuer! Sachte! Sachte! Feuer! Achtung! Achtung! Bereit gefeuert! Wir werden angegriffen! Schneller! Wir haben sie! Wir stehen unter schwerem Beschuss. Wir müssen was tun. Zeigt es diesen Pestbeulen. Wir vernichten sie oder ziehen sie mit in die Tiefe. Feuer! Wir werden angegriffen. Normale Fahrt. Erhöht das Tempo. Dann rammen wir den mal. Verdammt! Da! Verdammt! Wir rammen sie! Bereit zum Feuer! Erhöht die Schlagzahl! Wir werden angegriffen! Mehr Geschwindigkeit! Rudert schneller! Wir rammen sie! Der Schiff wird angegriffen! Einer ist noch übrig! Das war gute Arbeit! In dir steckt noch mehr als eine Hofdame! Hüte deine Zunge, alter Mann! Sonst zeig ich dir, was ich mit dem Schwert alles kann. Wunderbar.
Tschüss. Okay. So muss das sein. Gut gekämpft. Nun suchen wir diesen römischen Feldherrn. Ich habe noch keinen dieser Generäle persönlich getroffen. Keine Sorge, Aya. Ich benehme mich auch. Läuft, würde ich sagen. Bürgerkrieg in Ägypten und eine Triere mit Söldnern kommt mir zu Hilfe. Mitten im Krieg gegen Cäsar, das ist ungewöhnlich. Wer bei Hades seid ihr? Wir hätten euch sterben lassen können. Pompeius Magnus. Grüße und Freundschaft von Königin Kleopatra. Kleopatra bietet Gold für meine Gunst, sobald ich in Rom herrsche? Ist das die Freundschaft, die eure Königin meint? Wessen Gesicht schmückt diese Münze? Erweist man römischen Frauen dieselbe Ehre? Eine Allianz mit Kleopatra wäre eine Vereinigung der Macht. Sie sucht keinen Verbündeten. Sie sucht einen König. Eine wertvolle Freundschaft, in der Tat. Also gut. Meine Flotte wird bald für Ägypten bereit sein. Alles klar. Ich treibe ihn trotzdem mal nicht. Die Ladezeiten sind schon ganz schön krass teilweise. Es war ja auch schon mal, dass es schon mal Aufgang hat im Ladescreen. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht der Fall. Sieht aber gar nicht gut aus, muss ich sagen. Okay, es geht. Gut, Leute. Damit würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein bisschen Support freuen. Also lasst mir ruhig ein Like, Abo oder Kommentar da, wenn ihr Lust habt. Ist kein Muss, aber würde mich auf jeden Fall freuen. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Andi.